Hallo Leute, heute reden wir mal über Inklusion an Kindergärte. Es gibt ja schon ein paar Kindergärte oder viele Kindergärte, die das Ganze mit Inklusion unterstützen. Und wie sieht das Ganze aus, wenn jetzt Nichtbehinderte und behinderte Menschen, also Menschen mit Handicaps, wie zum Beispiel Taubstumme oder zum Beispiel oder Hörgeschädige oder halt eben eine geistige Behinderung, dann hier zusammentreffe. Die meisten Kinder dann, die kennen ja sowas noch nicht und nach ein, zwei Wochen hat sich das Ganze ja eigentlich ja dann, wie soll man sagen, dass eben Menschen, die anders sind, ist da einfach später, wenn man das sofort in der Kinderalter machen tut oder genauso wie in Schule, dann ist das Ganze dann einfach normal geworden. Also normal, dass er auch nur Mensch ist wie ich. Und deswegen finde ich es sogar auch richtig gut, dass man auch sowas unterstützen tut, dass eben die Menschen, die ein Handicap haben, auch das gleiche Recht bekommen wie zum Beispiel die Menschen, die jetzt gern gesund sind und kein Handicap haben. Das finde ich zum Beispiel richtig klasse. Der große Vorteil ist ja, die Kinder lernen auch miteinander, die behinderten Kinder oder die Kinder mit Handicap lernen von die Kinder und genauso gut ist es auch bestimmt andersrum, dass eben die nicht behinderte Jugendliche oder Kinder in dem Fall auch etwas von die behinderten Kinder auch lernen. Das finde ich richtig gut, dass das dann so mal in einen Haufen kommt und die werden auch überwiegend dann eben angenommen, weil das Ganze wird für denen normal sein und dann wird auch später auch für die Schule auch wesentlich einfacher, wenn jetzt da irgendein Mensch ist mit einem Handicap, wie zum Beispiel ein Hörgeschädigter oder so, oder von mir aus einer mit einer geistigen Behinderung. Könnt ihr darüber gerne mal in die Kommentare darüber diskutieren, ja oder nein, wie ihr das Ganze so finden tut. Also ich persönlich finde ja, das ist sehr gut. Hatte ich früher zum Beispiel nicht gehabt, aber heutzutage gibt es das ja. Und der Vorteil ist ja, die anderen Kinder können noch was von, also die Behinderte können noch was von die Nichtbehinderte lernen, wie schon gesagt. Und ich finde auch dann so dann, wie schon gesagt, der Vorteil ist dann, die Behinderte können auch dann von die Nichtbehinderte einige Sachen auch lernen. Und da finde ich einfach klasse, dass eben dann solche Kindergärte auch schon geben tut. So finden die natürlich auch sehr, sehr viele Freunde, die auch eben nicht behindert sind. Weil es gibt doch immer wieder Menschen, sag ich mal, die jetzt zwar behindert sind oder ein Handicap haben, aber man sieht ja bei denen ja nicht, also nicht wirklich an. Wie zum Beispiel bei einer geistigen Behinderung zum Beispiel, sieht man das dann nicht unbedingt an. Wie schon gesagt, da sieht man denen ja auch dann nicht wirklich an, dass die ein Handicap haben. Und da ist ja auch natürlich für den auch sehr toll, wenn die auch mit Menschen zusammenkommen, die auch gar kein Handicap haben. Weil da finde ich einfach dann extrem klasse, dass eben dann so etwas auch Kindergärte auch funktionieren kann. Und da sage ich mal, wenn ich weitere Fragen über das Thema habe, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Und könnt mir gerne Tipps und Tricks für meine nächsten Videos gerne in die Kommentare unten stellen, was für ein Videos ich zum Beispiel noch machen soll, über was für eine Behinderung zum Beispiel. Und dann sage ich mal, wir sehen uns bei dem nächsten Video, Leute, und haut rein!